Was machst du denn hier? Ich wollte nur mal so eine schicke Uniform ausprobieren. Die wolltest du wohl klauen. Alarm, Alarm! So, da bringen meine Schäfchen dein Bett. Leg dich drauf. Ich wollte eigentlich beichten, das war nämlich so. Wie heißt das? Schwuchtelpriester? Achso, nee, das andere. Nee, also ich bin's am Beichten vom Sinne her. Er ist von einem Dämon besessen. Er spricht in fremden Zungen. Der Ton gefällt mir einfach nicht, von der Neißigkeit der Sprache her. Ach du liebe Himmel, vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Berichte mir davon, mein Sohn. Also kurz gefasst, ich habe meinen Tod vorgetäuscht, nun lebe ich als Frau. Dazu habe ich einen Dinosaurier unabsichtlich auf verschiedene Städte losgelassen, die Rentenstelle in Berlin gesprengt und gelogen, als ich meinem Mitbewohner versicherte, er sei mit dem Müll dran, damit er meinen Klon rausbringt, der verhungert in der Ecke lag. Ach ja, ich vergesse eigentlich konstant den Fikus zu gießen. Aber mein Mitbewohner merkt gar nicht, dass du auf Blast bist. Das ist vielleicht etwas, also möchtest du mir das nicht etwas näher berichten? Gerne, ich habe meinen Tod halt vorgetäuscht, damit mich die Staatsmacht nicht festnimmt. Ich sagte einfach, ich bin tot und nicht Raff, sondern Faradiva, eine wunderschöne Morgenlandschule. Das war so einfach? War der Polizist blind? Das ist doch auf einen Blick zu erkennen. Wie die meisten Polizisten in Deutschland hatte er eine starke Blindheit rechts. Und deswegen haben sie einen Dinosaurier losgelassen. Ja, könnte man meinen, aber nein. Das war eher so ein Unfall, weil ich habe den Käfig nicht richtig zugeschlossen, weil da waren so Riegel und es ist kompliziert und dann eben irgendwie, hupsi. Das wirkt nicht. Also eine Sünde ist das wohl nicht im Eigentlichen. Sie haben einen Dinosaurier im Käfig? Naja, nun nicht mehr, ne? Das mit der Rentenstelle zählt dann ja wohl auch nicht. Es war ja auch nur eine Art Unfall. Wir wollten bloß in einer Rauchwanne verschwinden, so, weil das cool wirkt und schick und wir nicht mehr in die Rentenkasse einzahlen wollen. Deswegen haben wir etwas zu großzügig das Plutonium bemessen und dann... Hupsi. Aber in so 4 bis 5.000 Jahren soll Kreuzberg wieder bewohnbar sein. Plutonium für eine Rauchbombe? Ich bin kein Experte, aber braucht man das? Aus der Erfahrung heraus kann ich sagen, nein. Definitiv nein. Jetzt weiß ich das auch. Und was genau war das mit dem Klon? Ja, bei dieser Kindergeburtstag und ich hatte die rote Nase. Ich habe vergessen, meinen toten Klon zu entsorgen und habe halt meinen Mitbewohner eingeredet, dass er mit dem Müll dran wäre, weil ich sonst die Treppe hätte runtergehen müssen. Das war weit und viel, das war egoistisch und verstößt bestimmt gegen irgendwas, was meine Eltern nicht glauben oder so. Das könnte mir auch leid tun. Moment mal. Ihr beherrscht das Klon, wart ihr vielleicht einmal in der Klosterschule? Ja, Klonen, Zeitreisen, Dimensionsportale, Schiedsvergehtjahr, San Andreas, das ist ja alles nun wirklich eine Sünde, ne? Doch, mein Sohn, das ist es. Es ist sogar eine sehr schwere Sünde. Im Matthäus Evangelium Kapitel 5, Vers 23 steht: Du sollest nicht cheaten in GTA San Andreas, oder du bist vom Server. Nach dem Matthäus Evangelium geht's um die Frage. Egal. Nee, jedenfalls, danke. Das mache ich doch. Am besten drei Vater Unser und zwei Flensburg. Ich finde, das ist ein Deal, oder? Das, ja, also zwei Flensburg. Burger ist vielleicht etwas hart für so etwas. Gott hat Erbarmen, musst du wissen. Ein Flensburger, dafür ein warmes, das du langsam trinkst und auf den Gaumen das schale Wasser prickeln lässt. Das wäre die gerechte Absolution für dich.
Jo, das geht, glaube ich, soweit. Klar. Hast du alles einkassiert, was nicht fest angeschraubt war? Na klar, sogar die Orgel habe ich abgebaut. Damit dürften wir jetzt das Intro auch abspielen können. Lalo, Raff, ein fernes Land, weit weg von Deutschland und doch sehr ähnlich. Zwei Männer versuchen dort das Unmögliche aufzuhalten. Das böse Schwarz regiert mit Ingeborg Langerhans seit 13 Jahren. Und niemand wagt sie zu stürzen. Das Land verheert und die Menschen darben nach Essen und Handys. Doch beide Helden wollen es wahren, da sie durch einen Engel berufen wurden und nun muss Licht in das dunkle Land kommen. Eine harte Reise steht ihnen bevor. Vergessen Sie Game of Thrones, House of Cards und Mickey Mouse. Hier ist DRZG. Die Reise zum gelobten Land. Heute. Lalon und Raff wollen in den Kölner Dom einbrechen. Lalo und Raff sind in geheimer Mission im Kölner Dom. Lalo und Raff wollen in die Orgel. Ich bin aus dem Zeitraum. Schnitzel. Ich bin immer wieder erstaunt, wie du unmögliche Dinge in unseren Trabant schaffst. Ich meine, die Orgel des Kölner Doms? Die ist an sich schon größer als unser Trabant. Und dennoch war sie im Kofferraum. Irgendwie. Wenn man die Sitze zurückklappt und die Beifahrersitze zwei Schlitze vorschiebt, vergrößert sich der Trabi schon um einiges. Ja, viel wichtiger ist es, dass wir jetzt bei eBay diese Orgel reinstellen. Kaum gebrauchtes Einzelstück. Lieb für Liebhabe. Ja, wenn man sie drei Schlitze vorschiebt, wird er zum Transformer. Du solltest übrigens auch erwähnen, dass sie höchstens 500 Kilometer gefahren ist in nur 20 Jahren. Also für Orgel ist das sehr wenig, wie ich finde. Stimmt, das ist wirklich sehr wenig, das muss ich gleich dazu schreiben. Du solltest aber vielleicht nicht erwähnen, dass der TÜV 2014 abgelaufen ist. Na, das fällt doch keinem auf. Also das Schild klebt man dann irgendwo in eine Pfeife rein und gut. Stellen wir eigentlich diesen ganzen Gold und die Reliquienkacke und das ganze Piss da extra rein? Oder ist das so ein Gesamtpaket für Selbstabholer? Die Orgel ist doch nicht für Selbstabhole. Wenn du das wieder so reinstellst, dann nimmt das kein Schwein. Dann warten die Leute, bis sie eine andere Orgel zu kaufen kriegen. Da werden wir das Ding niemals los. Das geht als Päckchen für maximal 5 Kilo weg. Die wiegen doch niemals nach. Das war bei der letzten Orgel auch schon so. Meinst du nicht, dass man sehen kann, dass die Orgel doch vielleicht 2 oder 3 Kilogramm mehr als 5 wiegt? Wir haben sie auf den Dachboden gestellt und bevor wir im Erdgeschoss waren, war sie im Keller. Wenn die Postbeamten genauso arbeiten wie die Polizei bei Fahrer Diva, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Und in der letzten Staffel hatten wir noch nicht mal einen Keller. Ich habe ja in der Staffelpause auch extra einen gegraben, damit es die Polizei verwirrt, wenn sie hierher kommen und ihre Lagepläne nicht mehr stimmen. Und unsere Stelzen sehen deswegen ja auch jetzt aus wie Hühnerbeine. Also das stört mich jetzt so gerade so ein bisschen. Erstmal ist Graben Arbeit, das passt nicht zu dir. Und außerdem, wie kann man einen Keller haben, wenn man auf Stelzen steht? Das verwirrt sie. Und dann kommen sie hierher und ihre Schädel implodieren. Weil für sie geht das nicht. Für mich schon. Sicher. Du solltest deine Tabletten wieder nehmen. Oder ist das etwa ein Tipp von nach Wunsch, ein Duo für Verwende? Ja, das ist, wo du es erwähnst, tatsächlich. Also ich habe mir diese Sendung angeguckt mit dieser Eni von den My Kribble Dingsbums da
Die hat jedenfalls so kurze Hosen an. Da kam mir die Idee mit den Hühnerbeinen. Naja, jedenfalls, was machen wir jetzt mit dem ganzen Krempel? Da habe ich mit Rainer Maria Wölke gesprochen, der nimmt uns alles ab. Er sucht seit 2 Tagen genau das, was wir haben, fast für einen Zufall. Rainer Maria Rilke, der Typ vom Schimmelreiter? Das war zum einen Theodor Storm, du Pfeifensepp. Und Rilke war ein Dichter. Da aber beide tot sind, wäre es äußerst unklug, ihn etwas zu verkaufen, selbst gegen Vorkasse. Und wenn er eine dicht war sowieso? Ja, ne, dann kann man nicht trauen. Ich rede aber von Rainer Maria Wölki, Kardinal des Erzbistums Köln. Zufällig vermisst er gerade ein paar Reliquien und Weihgegenstände und ich habe ihm geschrieben, dass ich welche hinter meiner Mülltonne gefunden habe. Das passiert halt. Und die kann er natürlich haben, gegen einen kleinen Geld. Du verkaufst dem Typ die Sachen, dem wir sie geklaut haben. Ja, ich find's gut. Und vor allem, warum nicht? Am Ende füllt es so oder so unsere Kriegskasse für die Partei. Man hat uns das Herz rausschneiden wollen und nun müssen wir zurückschlagen. Uns unentbehrlich machen und dafür brauchen wir Geld. Kommt jetzt wieder eine deiner endlosen, sinnlosen Reden? Muss ich schon mal epochale Musik suchen gehen? Nein, aber du kannst sie ja schon vorbereitend suchen. Das wäre ganz nützlich. Wie nein? Du hast bisher immer Reden gehalten. Gestern, als wir Kartoffeln geschält haben, hast du, weil dir keine andere Rede eingefallen ist, den Osterspaziergang rezitiert. Aber warum liegt da Stroh in unserer Küche herum? Wieso hast du plötzlich eine Maske auf? Du könntest mir... Nein. Das könnte ich garantiert nicht. Schade. Und da wird jetzt was anderes. Wie findest du denn das? Ich weiß nicht. Das ist Porno. Genau damit macht man heute Geld. Und Milch. Aber wir sind eine anständige Partei. Wer sagt das? Aber mit meinetwegen, ja, wir sind eine anständige Partei. Aber ohne Geld. Wenn wir ein bisschen mehr Geld haben wollen, müssen wir sowas verkaufen. Die Parteifinanzierung steht also echt auf soliden Füßen. Wir verkaufen geraubtes Kirchengut wie die Hunden und drehen Tierpornos, auch wie die Hunden. Irgendwas, das wenigstens nicht alle Gesetze gleichzeitig bricht, ist dir nicht eingefallen, oder? Nee, auf Anhieb nicht, aber ich verstoße nicht gegen das Rindfleischetikettierungsgesetz. Auf deine Kuh klebt aber ein Etikett. Ja, dann verstoßen wir halt auch dagegen. Das ist ja. Was steht da? Eigentum von Recep Tayyip. Oh mein Gott, schnell den Abspann. Und das nächste Mal bei DZGL, die Reise zum gelobten Land. Neben Waffenlager hat eine fremde Frau ihr Domizil aufgemacht. Birken, Pilze und allerlei Grausamkeiten.